Okay, wir können reden, aber jetzt passt es gerade schlecht, denn ich bin ein bisschen daneben und stehe unter Stress. Denn hier ist für mich noch vieles unklar und noch nicht perfekt. Und ich kann nicht aufhören, bis alles stimmt. Verstehst du mich jetzt? Ja, schon klar, dass es wichtig ist. Aber jetzt geht's gerade nicht, ich will das bis morgen weg haben. Sonst überlebe ich's nicht, mir geht's eh schon so dreckig. Ich bin doch jetzt schon so fertig, dass ich mir denke, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Lass mich das hier noch machen und reden wir morgen vielleicht. Oder wie wär's, wenn du mir einfach deine Forderungen schreibst? In einem Brief oder so, ich schau's mir dann an, wenn ich Zeit hab. Morgen vielleicht, vielleicht morgen, morgen vielleicht. Nein, ich bin zu nervös, um mich zu setzen, hab keine Zeit für Kaffee. Mein Herz rast auch schon so, ich kann eigentlich kaum mehr stehen. Was essen? Hauptsache schnell, denn ich hab keine Zeit. Aber ich könnte da mal was für uns beide kochen, morgen vielleicht. Oder sag, was du meinst, ich weiß, du bist abends allein. Ja, ich kann verstehen, wenn es anfängt, dich in den Wahnsinn zu treiben. Ich muss das halt noch fertig schreiben, morgen ist die Deadline. Ich verstehe, dass du traurig bist, sorry, es tut mir echt leid. Vielleicht morgen, morgen vielleicht. Ja, ich versteh dich, aber ich hab keine Zeit. Und vielleicht, und vielleicht morgen, morgen vielleicht. Wenn das für dich okay ist, morgen vielleicht, vielleicht. Und vielleicht morgen, morgen vielleicht. Und vielleicht morgen, morgen vielleicht, vielleicht. Reden wir morgen, morgen vielleicht. Ja, ich weiß, ich hab's versprochen und ja, es ist nichts in Ordnung, aber ich lauf allem hinterher und hätt gern wieder mal einen Vorsprung. Vielleicht ist es mein Fehler und ich sollte öfter Nein sagen, aber alle Chancen wirken auf mich doch so einladend. Ja, vielleicht ist es sehr wichtig, ist, ich es verstehe es. Warum verstehst du es nicht? Verstehst du es wirklich nicht? Vielleicht hab ich zu viele Termine, aber warum gemeinsam Zeit verbringen? Tu doch nicht so, als wären wir zwei frisch verliebt. Okay, ich sag in Gottes Namen zu allem Ja und Arm, kann sowieso kaum ruhig schlafen, kann das nicht bis morgen warten. Wahnsinn, fühl mal meine Brust, ich kann kaum atmen und will endlich mal ein bisschen Unterstützung von dir haben. Musst du so rum kokettieren, ich wär gern im Bett mit dir, am besten jetzt und hier, ist nicht meine Schuld, wenn's passiert. Küss mich halt sanft und leicht und ich schlaf so neben dir ein und wir reden noch, okay? Morgen vielleicht, nur wenn ich morgens aufstehe, hab ich kein Kopfhörerprobleme und muss einiges erledigen und werd mir dann Zeit für dich nehmen. Was? Na dies und das, Anrufe, E-Mails und Termine. Einer von uns beiden muss doch irgendwie das Geld verdienen. Wenn ich mich ranhalte, dann schaff ich's bis morgen, morgen vielleicht. Ja, ich kann verstehen, dass du wütend bist, aber nicht nötig, dass du schreist oder weinst. Ich hab dafür jetzt keine Zeit, keine Zeit. Ich muss jetzt gehen und wir reden morgen vielleicht, okay? Und vielleicht morgen, morgen vielleicht. Ja, ich versteh dich, aber ich hab keine Zeit. Und vielleicht, und vielleicht morgen, morgen vielleicht. Wenn das für dich okay ist, morgen vielleicht, vielleicht. Und vielleicht morgen, morgen vielleicht. Und vielleicht morgen, morgen vielleicht.